Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom 1.20 Let's Play in der Prä-5 Variante jetzt. Vorher haben wir die Prä-4 gehabt und ja, da waren es glaube ich vier Videos oder drei Videos jetzt. Und ja, nach vielen Stunden Gameplay steht das irgendwo. Wie viele Stunden ich gespielt habe, 7,52 Stunden, habe ich jetzt endlich das Biom gefunden. Ich gebe mal kurz Seed ein, damit ihr den auch noch habt. Und einfach an diesen Koordinaten, dass ihr das Biom auch mal sehen könnt. Minus 626 ist X, 95 ist Y und 3042. Ist Ding. Also gar nicht mal so weit weg vom Spawn. Ich war aber nie im Süden. Und ich hätte mal nach Süden gehen sollen. Das ist ja ungefähr dort, wo wir die Schätze da ausgegraben haben. Im Osten war ja dort, wo wir das Mangroven-Ding gefunden haben. Biom. Das sind immer so große Bäume. Hä? Ich nehme. Nein, den, der ist so einzigartig, den nehme ich nicht. Ich nehme jetzt mal zum Beispiel der Baum da. Ja, sehr motiviert. Ja, es ist wirklich, ich weiß nicht, was für viel Mist die einfach reinprogrammieren, aber niemand habe erwartet, 13 Jahre später als Feed to Beast endlich dieses Kirschblüten-Biom einzubauen. Was war das für ein Mod? Baum Supplant? Nein, Baum XL-Mod. Ja. Und ja, ist schon heftigst, hä? Heftigst. Jo. Gut. Jo, ich habe heute Geburtstag, der 25. Mai. Und ich bin sehr ausgeschlafen, habe richtig wenig Probleme mit meiner Nervenkrankheit. Sie tut mir sehr ablenken, ich habe gerade sehr Kopfschmerzen hier drüben und so. Aus keinem Grund, oder? Das sind Nervenermüdungen, also einfach ohne Grund hast du irgendwelche Schmerzen und so weiter. Und das ist natürlich sehr doof. Also ich denke, wir brauchen nur einen Setzling. Also ich nehme jetzt die zwei mal mit. Schaue ich nochmals hier drüben, ob hier irgendwas zu sehen ist. Also wie groß das Biom eigentlich ist. Und dann gehen wir wieder zurück. Die Koordinaten habe ich aufgeschrieben, aber ich will es jetzt mal selber finden. Diese. Kann man die einfach so abbauen? Ja, okay. Die nehmen wir noch mit. Ja, wer braucht schon TNT? Wer braucht schon eine Uhr? Rosa Blütenblätter, okay. Ja, ich dachte, es wären Blumen, aber nein, es sind Blütenblätter. Ah, hier ist noch ein Ding, ein Schneeberg. Und es gibt Hasen. Nein, bitte. Ja, vielleicht haben sie das einfach an Valentinstag so. Nein, es war schon früher. Aber ich weiß nicht, dieses Biom ist völlig falsch im Platz. Also nein, ja, verstehe mich falsch. Vielleicht mögen es ja manche kleine Mädels oder so, aber es ist so ein typisches Biom, das man nicht braucht in Minecraft. Also Blütenblätter schon vielleicht, aber nicht so Kirschblütenbiom oder so. Also es hat so ein japanisches Ding, oh, da muss jede Frau da mega. Irgendwas ist ja auch in Deutschland, in Bonn, glaube ich, oder so, so ein Weg, der solche Kirschblüten hat, aber zum Beispiel bei uns in der Schweiz, Nordwestschweiz, im Kanton Solothurn, also nicht im Baselland oder Baselstadt, gibt es auch so Kirschblüten von Japan und so Sachen. Nicht nur die europäischen Kirschblütenbäume und so. Und ja, das ist ja bekannt, Schwarzbubenland dort ist bekannt für seine Kirschen, die vor allem auch sehr guten Schnaps geben, wenn sie nicht so schön sind. Und es gehört zu einem der besten Schnapse überhaupt, das Kirsch. Oh, also da war ich schon. Genau, da habe ich gefunden. Also bin ich irgendwie von hier da drüben hin und habe es dann auf dem Berg. Ich glaube, ich habe ihn von dort gesehen, rüber, dass dort Kirschblüten sind. Genau, und dann bin ich ja halt dort hoch, wo ich das Video gestartet habe. So. Also jetzt gehen wir einfach weiter, wir können noch weiter schwimmen, mit dem Boot fahren. Und dann sind wir eigentlich gleich wieder zu Hause und können diese Kirschblüten dann auch ein bisschen aufbauen, also ein bisschen züchten.
So, und ich habe ja gesagt, ich werde ein Schloss bauen. Ich werde, denke ich mal, so eine Festung bauen, die einfach ein Schloss beinhaltet. Das ist also eher eine Festung vom Platz her, aber natürlich das Schloss. Ich will nämlich nicht so ein großes und detailliertes Schloss machen. Das möchte ich dann eher auf dem Server von 1, also dem Dräger Surreal machen, wenn er auf 1.20 gehen kann, wenn Spigot soweit ist. Und jo. Ihr dürft natürlich gerne ja, mich unterstützen für einen Server, der auf 1.20 läuft, aber keine Plugins drin hat. Aber da können halt nur die Leute, die wirklich auch sehr aktiv sind bei mir in den Videos, in den Livestreams oder auf dem Server sehr aktiv sind drauf. Weil sonst wird halt alles gegrieft und sonstige Sachen gemacht draus. Das ist nicht so toll. Und eben, wenn ihr natürlich alle Projekte und so ein bisschen unterstützt, bin ich natürlich sehr motiviert, auch für euch Sachen zu machen. Mache ich jetzt natürlich schon. Aber ihr versteht ja, auf euren Wunsch her. Wenn ihr nicht mögt, dass ich ein Singleplayer-Projekt von 1.20, vor allem Pre mache, dann müsst ihr es ja nicht schauen, müsst ihr es nicht kommentieren, müsst ihr es nicht liken oder disliken. Und ja. Ihr versteht, was ich meine, oder? Also, wenn ihr irgendwas mir gebt, Likes oder eben einfach Zuschauerzahlen oder Kommentare, dann weiß ich, euch interessiert das mehr. Aber ich kann nicht einfach einen Server aufmachen, der dann auf 1.20 läuft und die Spiele sind nicht glücklich, weil sie entweder gegrieft werden, weil es einfach so kreuz und quer Spiele hat, die einfach nerven. Vielleicht auch PvP dann gemacht wird, ohne dass die anderen es wollen, die angegriffen werden. Und so Sachen. Oder? Deshalb bin ich nicht so dafür, wenn wir jetzt einfach einen Server aufmachen. Und wenn jetzt wirklich der Dragosream nicht so funktioniert mit Spigot, mit allen Plugins, weil es einfach eine alte Version ist oder weil ihr einfach nicht wollt, dann kann ich schon einen 1.20 Server aufmachen. Aber ich weiß nicht, ich will auch livestreamen können, ohne dass ich gestört werde. Und das wird wahrscheinlich nicht so sein. Aber jetzt warten wir erstmal, bis da nicht mehr die Pre heißt. Und die Vollversion erschienen ist von 1.20 und dann ja, schauen wir weiter. Ich muss etwas Boden Ja, die Konzentration ist heute echt nicht gerade so gut. Tut mir leid. Ich hoffe, ich bin noch richtig unterwegs, weil ich kenne jetzt den Abschnitt dieses Dschungels nicht. Es war ein Dschungel und er war nördlich von diesem einen Turm. Aber ich bin eher links herumgegangen um den Dschungel. Jetzt wäre ich aber mitten durch den Dschungel. Ich will nämlich sehen, ob es irgendwie Papageien oder so gibt. Ja, wir sind ja schon durch. Sehr gut. Jo, der Fluss ist einfach hier nach rechts gegangen. Nach Osten. Also, jetzt sind wir gleich zu Hause. Also ich freue mich riesig, dass ich dieses Biom habe. Ich habe jetzt die Koordinatennamen nicht aufgeschrieben, oder? Ja, ist einfach südlicher vom Pillager-Turm, das werde ich schon wissen. Also der Pillager-Turm habe ich aufgeschrieben. Also man sieht ihn ja sogar fast, oder, ja, wahrscheinlich schon. So, der Kirschblütenwald vom Pillager-Turm. Das ist ja die kleinere Insel, oder? Irgendwo da in die Richtung, geradeaus ist es. Seht ihr das? Ja, ein bisschen. Also so. Ah, ist wieder ein Halbmond. Eine Sichel eher. Ja, die meiste Zeit ist einfach AFK gewesen von diesen 8 Stunden, damit die Blumen und die Weizen und so wachsen für die Kühe. Ein bisschen ist auch an den Keller. Ich habe ganz wenig angefangen und habe Zuckerrohr reingetan, weil ich einfach keinen Platz hatte am Strand. Da ist ja nur so ein Meter und da geht ja schon hoch. Da kann man einfach nicht so viel Zuckerrohr platzieren, ohne dass man die Landschaft immer kaputt macht. Ich bin halt einer, der wirklich die Landschaft eigentlich so lässt, wie sie ist, und nur ab und zu ein paar Bäume oder Blumen oder so wegnimmt. Aber sonst einfach so die Wildnis gerne ein bisschen so lässt, wie sie ist. Und jo, das macht es halt auch manchmal schwierig, alles einfach zu bekommen.
Ich habe mir schon gedacht, dass ich mich manchmal ein bisschen teleportiere zu einem Ort, wo irgendwie 1 Million Blöcke weit weg ist und dort alles farme. Könnten wir ja noch mal versuchen, ob es gut geht, aber da muss ich im Game-Mode sein. Sonst habe ich ja das Problem, dass ich dann sterbe, wenn ich teleportiere. Hier ist ein Portal oder so. War ich hier schon? Wahrscheinlich schon. Da drüben ist Dschungel. Es kann sein, dass wir jetzt in der Nähe vom Haus sind, aber genau weiß ich nicht, wo es ist. Ach komm, ich schau die Koordinaten. 156, 733, 43. Also so sind wir gut. Geht es nach oben? Also müssen wir einfach in die Richtung. Aber ich gehe mal kurz zum Portal. Mal schauen, ob wir da irgendwie das geholt haben. Ja, die Kisten sind ja meistens gar nicht worth. Ja. Okay, nehme ich mit. Weil die Feuerkugeln natürlich nur dort erscheinen. Also ja, schon noch an anderen Kisten, aber. Und jetzt müssen wir, also 734. Und da müssen wir, also wir müssen die Richtung. So. Ich finde, die Setzlinge sehen recht cool aus, aber sieht irgendwie gar nicht so wie ein Baum aus. Sieht für mich eher so wie ein Magieball aus, irgendwie so. Also aus Doctor Strange. Das von den Gegnern her. Ich weiß gar nicht, ob es ein Doctor Strange überhaupt war. Oder ein Galaxy da. Guardians of the Galaxy, irgendwie so kleine lila Bällchen. Jo. Der dritte Teil ist ja der, der im Kino war. Und ich fand ihn ziemlich gut, aber ein bisschen merkwürdig, der Film. Also vor allem der High Evolutioner, der Boss, der Bösewicht, der ist ein bisschen. Ja, wir sind hier. Sehr gut. Am Bambus habe ich es erkannt. Also, wir haben jetzt die richtige Richtung genommen. Und ja. Also, ich weiß, dass hier ganz viel Eisgebiete sind, also vor allem Tundra und Taiga. Und die Richtung recht viel Dschungel und die rechte Seite auch recht viel Dschungel. Aber, ja, also ein schöner Seed sonst. Ja. So, die Dinger sind auch gewachsen, die Mangrovenbäume scheinbar. Sehr gut. So, haben wir irgendwo Creeper oder so. Okay. Jo, jetzt eben auch wegen dieser Bootsreise und so, mir fehlt einfach die Minimap und allgemein so die Sache, dass ich einfach nicht so Waypoints und so machen kann. Halt schon ein bisschen doof, da müssen wir schon ein bisschen helfen lassen. Also vom Spiel ein bisschen halt, ein bisschen cheaten sozusagen. Damit es uns ein bisschen wohl ist, sonst kann ich ja euch immer nur wenig zeigen. So ein Biom alleine ist natürlich nicht gerade viel Content. Ja. Und genau. Gar nicht so viele Sachen. Muss ich mal hier rein tun. Busch auch. Und die zwei. Nein, die zwei. So. Also, wir pflanzen mal die Bäume an. Hier unten habe ich noch ein bisschen Platz. Und dann schauen wir mal, ob ich sie wachsen. Ich werde am Boden einzelne Blumen, also Blätter, noch hin klatschen. Hier ein bisschen mehr. Jo. So, dann können wir mal noch kurz. Ah ja, habe ich ein bisschen Sand gesammelt. Zwei, wow. 17. Ja. Okay,
Dann machen wir Flaschen, wir holen Honig und ja genau. So, ein bisschen einsortieren wäre nicht schlecht. Ja. Ich muss ein bisschen Kakteen, aber ich habe eben zu wenig Sand. Ich muss irgendwo Sand herkriegen. Ja, wenn ich halt zu wenig Kisten habe. Kann ich natürlich nichts machen. Also, wir machen jetzt das nachher mit dem Teleportieren, damit ihr es seht. Ich werde manchmal dort farmen, wo wir uns hin teleportieren. Und jo, weil wir ja in die Richtung recht viel Schnee haben, also mache ich ins Minus, Minus, 1 Million oder so. Und dann haben wir hier nicht so mega viel gefarmt. Ich habe jetzt bislang wirklich eigentlich alles so gelassen, wie es war. Ich habe keinen Sand, keine Erde, keinen Stein abgebaut, also hier und hier unten. Und jo, ich will es einfach so lassen. Jo, also ein bisschen Ding haben wir. Wir haben noch ein bisschen anderes. Ja, ich wollte eben das Baumaterial holen. Also, ja, ich will mit Dschungelholz erstmal bauen beginnen. Und ja, werde es ja dann sehen. So, eine Reparaturangel, das ist sehr gut. Da werde ich nach dem Part ein bisschen angeln. Und ja, Sticks können auch hier rein. Jetzt haben wir genügend. So, ich glaube 9 Flaschen sind genug. Sei unser Gast. Okay. Glasflaschen haben mir einfach noch gefehlt für das Achievement. Hätte ich sonst früher hingekriegt. Aber meistens fehlt es wirklich an bestimmten Sachen. Dass man das Achievements hat, auch erst viel später bekommt. Aber ich schaue ja nicht so auf Achievements. Ich will die Achievements eigentlich gar nicht holen. Also ist mir das eigentlich völlig egal. Ja. So. Also. Bisschen Holz haben wir. Für ein bisschen. Ja. Der Holzkohle, genau. Ist immer noch nicht groß, ich war zu selten hier. So, wie geht's den Eseln? Weil die brachen immer aus. Ich zeige euch genau wie. Also ich hatte hier unten einen Block mehr hoch. Und die sind einfach irgendwie rübergelaufen. Die können irgendwie da drüber laufen. Hier auch nicht mehr scheinbar. Also die. Ja, Esel können nicht mehr abhauen. Wollt ihr hier einen Kürbis haben? So. Dann habt ihr hier noch einen Kürbis. Jo, die wachsen noch nicht. Die brauchen noch ein bisschen. Und können wir noch die Setzlinge tun. Jo. Also, ich habe geplant, so eine Festung zu machen. Ich habe geplant, ein Schiff irgendwo ankern zu lassen. Und das können wir jetzt gerade mal kurz planen zusammen. Also, ja. Ich denke mal, entweder hier. Aber dann ist einfach die Kiste weg. Ich denke, hier mache ich dann so ein Dock und dann ein Schiff. Jo. Ich werde natürlich irgendwie so eine Galeone bauen oder. Ein richtiges Drago-Schiff, also ein bisschen Fantasy. Mal gucken. Aber schon ähnlicher eine Galeone als ein Schlachtschiff oder ein Zerstörer. Gut. So die Dark Drago. Wie hieß das Schiff von Fluch der Karibik? Schwarze Perle, glaube ich. Also Dark Pearl. Also ich habe es ja mehr auf Englisch gehört. The Dark Pearl. So, und ja.
Auch Guardians of Galaxies. Also Guardians of the Galaxies 3. Genau weiß ich nicht, wie es hieß. Weiß schon den Namen nicht mehr, wo ich ihn erst geschaut habe. Ja, die deutschen oder die englischen auch Namen sind sehr schwer. Ja, ihr seht, ich bin nicht ausgeschlagen. Ja. Und irgendwie werden Filme auch immer wie komplizierter. Ich kann nicht mehr so viel sagen, genau was passiert ist und so. Aber ja, es ging vor allem um Rocket Raccoon. Und nicht so um wirklich die Guardians of the Galaxy. Es war irgendwie so ein bisschen sentimental. Ich mochte ihn nicht so. Ich bin ja auch nicht so ein Weltraum-Fan, also ich mag schon den Weltraum, aber nicht die Menschen im Weltraum, nicht so die Piloten, also die Astronauten, noch nicht so die verschiedenen Raumschiffe in so Filmen. In Star Wars kann ich auch kaum ein Raumschiff sagen. Einer heißt, glaube ich, Destroyer von Darth Vader. Der Millennium-Falcon natürlich. Aber es ist so, ja, ich weiß es. Es kreuzt mir nicht so im Kopf herum. Ich schaue Filme und ja, kann mich nicht so gut an Filme erinnern, meistens. Ich schaue sie einfach, weil sie Spaß machen, nicht weil ich irgendwie einen Vortrag oder sonst irgendwas draus weben muss und dann erzählen muss. Ah, so war der Film und genau das ist passiert und so. Will ja nicht niemandem spoilen. Und ja. Also ich habe keine Hilfsmod dabei. Genau, der Honigblock weiß ich. Machen wir ein bisschen mehr Honigwarmglocken. Das sind 3 geworden. Dann will ich einfach ein bisschen dekorieren. Also sieht jetzt nicht so realistisch aus, wenn die hier irgendwie hängen, aber wozu verwendet man sie sonst noch? Ich weiß nicht. Einfach so ein bisschen dekorieren wir hier auch die Bäume. Zum Beispiel so ein Ding haben. Offene Stellen, oder? Dann fehlt noch ein Block mindestens. Sieht doch das schon schöner aus. Sieht jetzt wirklich nicht realistisch aus. Der Honigbaum. Aber vielleicht kennt ihr ja damals in den 90ern, ich glaube 94, 95 und 96, die Donkey Kong Country Serie. Im zweiten Teil gab es auch diese mega Bienenwarm-Levels und so. Und irgendwie so ein bisschen. Ja, werden wir dann sehen. Gebt einfach Feedback, wenn es auch zum Beispiel nicht mögt oder wenn ich so etwas gestalte. Aber immerhin bin ich nicht ein Livestreamer oder Let's Player, der nur Holzhütte baut, ohne Dekoration, nichts. Ich kenne ein paar Livestreamer, die eigentlich immer nur das normale Standard-Eichenbretterhaus baut, ohne Dach. Und auch auf den Servern von mir sind manchmal Leute, die echt nicht bauen wollen. Eigentlich die ganze Zeit nur Speedrun und dann sofort wieder vom Server verschwinden, weil sie das Spiel durchgespielt haben. Es gibt ganz unterschiedliche Minecraft-Spiele. Ich hätte das damals, als es veröffentlicht wurde, also die erste In-Dev-Version drin, habe ich immer so gedacht, die Spieler sind mega fleißig und bauen kilometerweise Städte, Burgen und so Sachen. Aber bis jetzt diese 14, 15 Jahre, ich glaube 14 Jahre, sah ich jetzt noch nicht so Sachen oder übertriebene Sachen, die einfach manche Videoersteller gemacht haben. Ja. Aber, jo, nicht so viel, also nicht so übermäßig viel.
Also die meisten machen eigentlich PvP. Irgendwelche Bed Wars oder so Sachen. Also das ist ein bisschen schade. Jo. Für mich ein bisschen. Dass das Spiel halt nicht so mega architekturisch ist. Viele motiviert nicht so, weil vielleicht auch der World Generator halt nicht so viele Rohstoffe und so macht. Naja, ich wollte ja kurz noch die Farmwelt sozusagen imaginär machen. Ja. So, wir sagen mal hier rein. So. Also, wir müssen in den Kreativ-Mode. Und dann gebe ich einfach mal TP Drago Basler minus 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ist das jetzt 1 Million? Ja. Machen wir hier mal sicherheitsweise 120. Minus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wo sind wir jetzt? Oh, mitten irgendwo. Also ich fliege jetzt noch in eine Richtung und das ist die Nordwesten. Also noch ein bisschen weiter weg. So, Nordwesten. So ungefähr hier. Ich will jetzt nicht gerade in einem Eisgebiet sein, die ganze Zeit hingeworbt werden. Ich will es irgendwie hier. Nein, doch ein Rock, aber ist nur der Erdboden. Okay, genau hier, so auf dem Berg oder so. Okay.